Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei blenderdiplom.com. Ich bin Gottfried Hofmann und diesmal zeige ich euch, wie man diese schöne Partikelanimation hier in Blender erstellen kann. Das hat auch einen ganz konkreten Hintergrund, das ist der Geist des Fernsehens. Der wurde letztlich über Berlin gesichtet und Frederik hat mich dann gleich angerufen und mir das alles erläutert, wie der ausgesehen hat und so weiter und hat mir da noch sofort ein kleines Mesh erstellt vom Berliner Fernsehturm, damit ich den Geist des Fernsehens in Blender mit einem Partikelsystem nachbauen kann. Und ich habe das dann so gelöst, das hier ist ein Pfad, um den herum bewegt sich ein Emitter. Jetzt nicht unbedingt schnell, aber na gut, es ruckelt hier ein bisschen, aber jedenfalls. Hier ist der Emitter und der hat eine Menge Partikel, das sind alles ganz kleine Kugeln. Und der fliegt halt eben hier rum. Unten gibt es hier ein bisschen versteckt ein Kraftfeld, das die ganzen Partikel richtig schön zerstäubt. Und natürlich, auch der ist jetzt auf dem unteren Layer, einfach nur den Partikel. Und worum es hier jetzt hauptsächlich gehen wird in dem Tutorial, ist weniger dieser Effekt hier mit dem Zerstäuben, der ist nämlich ultra simpel. Es wird hauptsächlich darum gehen, um Compositing in beziehungsweise um Shader in Cycles und ein wenig Compositing. Also das hier ist jetzt zum Beispiel der Shader für das Partikelsystem. Also da wird ziemlich viel zusammengemischt und ich zeige euch auch die neue Partikel-Info-Node, die in Blender 2.64 jetzt neu dazugekommen ist. Dann hier, das ist der Emitter selbst. Da zeige ich euch noch, was man mit der neuen Light-Fall-Off-Node so anstellen kann. Die ist auch neu in Blender 2.64. Und am Ende gibt es noch ein wenig Compositing. Da erkläre ich euch, was man mit dieser neuen Node Ellipse Mask anstellen kann. Also, das ist ganz eindeutig ein großes 2.64 Tutorial, wo wirklich viele, viele neuen Features konkret vorgestellt werden an einem wirklich konkreten Projekt. Und dann fangen wir doch mal an. So, ich habe jetzt das Startup-Blend-File, das ihr auch runterladen könnt auf blenderdiplom.com. Was ich als erstes machen möchte, ist einen Pfad definieren, der um diesen Turm herum geht und der den entlang der Emitter dann, also der Emitter soll dem Pfad folgen. Also gehe ich mal nach ins Top View und füge einfach mal, erstmal orthografisch, einfach mal hier eine Curve Path hinzu. Und dann gehe ich auch gleich mal in den Edit-Mode und mit G kann ich hier die einzelnen Teile des Pfads bewegen und mit E kann ich ihn jeweils verlängern. Und ich werde hier das so machen, dass der in vier Stücken hier um den Fernsehturm rumfliegt, damit das hier auch eine richtig schöne Kurve wird. Da brauchen wir eben nur vier Elemente. Ich glaube, das hier kann man löschen und dafür den hier noch ein bisschen bewegen, damit das möglichst simpel wird. Es sollte am Anfang ein bisschen erstmal ein bisschen in die Richtung fliegen und dann eben um den Fernsehturm rum. Und ich werde die einzelnen Teile jetzt auch gleich mal alle in Z-Richtung ein wenig nach unten verschieben, damit ich sie dann später alle greifen kann, wenn ich von der Seite drauf schaue. Also GZ-0.1, Enter, GZ-0.1, Enter und GZ-0.1. So, dann werde ich den hier jetzt mal hier hinführen. GZ-0.1, Enter, also beziehungsweise linke Maustaste. Und jetzt mal hier hin. Und jetzt brauche ich das auch nicht mehr, weil jetzt kann ich die relativ gut anpacken dann. Und hier hin und dahin. So, dann schauen wir doch mal in die 3. Und da sehen wir jetzt auch wirklich, das Gute an der Sache ist jetzt, ich kann halt die einzelnen Elemente anpacken jeweils. So, dass halt wirklich von der Seite aus startet. Hier ist jetzt auch nochmal einer, der soll ja nochmal hier entlang fliegen. Dann fliegt er hier wieder hoch. Jap. Und dann würde ich ihn hier nochmal wieder ein bisschen runterfliegen lassen. Nee, wieder erstmal wieder ein bisschen hoch. Hier lang. Und dann schauen wir mal, wie das von der 0 aus aussieht, damit das dann auch richtig cool in den in die Kamera reinfliegt. Also das erste Mal lasse ich das Ding hier von hier oben reinfliegen.
so richtig schön aus der Ecke raus. Dann fliegt das hier entlang runter. Da kann man, glaube ich, hier das noch ein bisschen näher an den Turm ransetzen. So. Und ich glaube, die hier alle fühlen sich hier unten eigentlich noch ein bisschen wohler als weiter oben. So. Und dann vielleicht diesen hier auch nochmal packen, runter damit. Und jetzt wird der Flug vielleicht auch ein bisschen eckig, aber der wird sicherlich ganz gut aussehen. Und das letzte Ding, das es hier noch anzugucken gibt, ist die beiden Dinger da oben. Nein, die nicht. Die beiden Dinger hier. So. Die ziehe ich jetzt hier noch ein bisschen weiter runter, damit das mehr in die Richtung der Kamera fliegt. Also auch jetzt hier mal GX. So. Und auch GY, denn das soll nämlich richtig krass in die Kamera reinfliegen. Ja. So. Also fliegt momentan noch ein bisschen an der Kamera vorbei, lässt sich aber alles regeln. So. Also nicht direkt rein, sondern noch ein bisschen dran vorbei. Und am Ende sollen hier eben noch richtig viele Partikel durch die Gegend fliegen. Und dann kann man das hier, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter runtersetzen. Ja. Gut. Als nächstes erstelle ich mal eine Kugel, die möchte ich aber genau an der Spitze von dem Pfad erstellen. Also wähle ich dieses Ding hier aus, Shift-S, Cursor to Selected. Jetzt ist mein 3D-Cursor eben genau an der Spitze von diesem Pfad und jetzt kann ich drücken Shift-A, Add Mesh. Icosphere, die muss jetzt gar nicht mal so viele Subdivisions haben, aber das ist eigentlich auch relativ egal. Jedenfalls kann ich die jetzt zum Beispiel auch kleiner machen, je nachdem, kann ich später noch ein bisschen ändern. Und jetzt wähle ich die aus und mit Shift den Pfad und mache Ctrl P. Follow Path. Jetzt, wenn wir uns hier das Ding mal anschauen, die Fliege folgt dem Pfad. Aber leider nur bis Frame 100 und ich hätte es gerne, dass sie bis Frame 200 dem Pfad folgt. Was kann man da jetzt machen? Hier in den Pfadeinstellungen gibt es die Möglichkeit einzustellen, wie lange diese Part-Animation ist. Und hier stehen 100 Frames, das kann man aber auch auf 200 setzen. So, und jetzt sollte sich diese Kugel über den Weg von 200 Frames hier entlang fahren. Ja, machen wir mal 0 und jetzt schauen wir das einfach mal an. Okay, das läuft jetzt leider gerade relativ langsam, aber wir sehen schon, wie die Kugel dem Pfad folgt. Gute Frage, die jetzt vielleicht noch zu klären wäre, warum ist das so langsam? Naja, jedenfalls die Kugel folgt dem Pfad und fliegt hier dann links raus. Und hier werden dann noch jede Menge Partikel zu sehen sein. Schauen wir nochmal von oben. Ja, das sollte eigentlich ganz gut passen. Jetzt schauen wir nochmal so weit am Anfang, wie groß soll eigentlich unser Ding sein. Und ich glaube, da ist es jetzt noch relativ groß für den Emitter. Also skaliere ich das jetzt noch ein bisschen runter. So vielleicht auf die Größe hier. Ja, das war's eigentlich schon für die Pfadanimationssache. Was jetzt folgt, ist ein Partikelsystem für diese Kugel. Ich füge jetzt einfach mal eins hinzu. Bang. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, was wir da an Einstellungen haben. So, bei den Partikeln gibt es jetzt gar nicht mal so viel einzustellen. Die Anzahl setze ich mal auf 50.000 für den Anfang. Später werden wir wahrscheinlich mindestens eine 500.000 brauchen. Das Ende ist schon bei 200 Frames, also die Gesamtanimation habe ich auf 300 gesetzt. Ich würde dann also noch bei Lifetime jetzt 100 eingeben, damit wir immer etwas von der Simulation zu sehen haben. Dann gebe ich dem noch ein bisschen random der Lebenszeit, das heißt einfach nur, manche Partikel sterben zufällig ein bisschen früher und das gibt dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Grad an Realismus. So, das war's dann eigentlich schon bei Emission. Bei Cache stelle ich dieses Step Size auf 1. Und setzt das Ding auf Disk Cache. Dadurch werden wir später Arbeitsspeicher sparen, wenn wir das backen. So, dann Velocity. Das bedeutet, wie stark werden die Dinger weggesprüht. Das ist jetzt noch momentan ein bisschen stark. Ich setze das mal auf 0.1. Und hier, wir sehen schon, der Strahl ist jetzt deutlich dichter. Und am Ende schalte ich noch die Gravitation aus. Und schon haben wir unsere Partikel und sie bewegen sich richtig schön entlang rund um unseren Pfad rum. Jetzt möchte ich die aber gerne noch turbulent versprühen, sodass es auch richtig schön organisch aussieht. Dafür füge ich ein Kraftfeld hinzu. Also Kraftfelder wirken auf Partikel und auf andere Sachen, die man simulieren kann.
Und hierbei benutze ich das sogenannte Turbulence Field. Turbulence. Und dem gebe ich erstmal eine Stärke von 5. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Und ja, die Partikel fliegen jetzt richtig schön durcheinander. Es gibt aber noch ein paar Sachen, die mich stören. Erstens finde ich, sind die Turbulenzen viel zu groß. Das wird nicht so gut aussehen. Ich mache die mal kleiner. Die Größe der Turbulenz kann man hier einstellen. Die Default-Größe ist eigentlich eine Blender-Unit. Und da sehen wir hier unten, so breit ist ja eine Blender-Unit. Und das ist ziemlich groß, weil, na gut, unser Modell einfach so klein ist. Jedenfalls, die Turbulenzen haben jetzt dann ungefähr diese Größe in 3D. Und das ist leider hierfür ziemlich viel. Aber ich denke mal, mit der halben Blender-Unit, wenn wir die ein bisschen kleiner machen, dann wird das richtig schön detailliert und hübsch aussehen. Also mache ich es mal auf 0.5. So. Und was ich dann, also da seht ihr schon den Effekt, es ist einfach kleiner. Und was ich jetzt noch gerne hätte, ist den Flow auf 1 stellen. Was sich jetzt ändert, ist, dass die Partikel nicht mehr so in alle Richtungen zerstäuben, sondern fließen. Und man kann das jetzt hier ein bisschen erkennen. Ich glaube, ich lasse es dann einfach nochmal durchlaufen, dass wenn sie jetzt fließen, eben, dass das deutlich organischer aussieht, weil vorher sind sie einfach weggeflogen und dann wurden sie auch immer schneller, weil immer wieder mit jedem Frame kam neue Kraft oben drauf und dadurch, dass sie es einstellen, dass sie fließen, ist das so, als würden sie durch Wasser fließen oder in Wasser fließen. Und das sieht einfach sehr viel organischer aus und meines Erachtens nach einfach deutlich besser. Also, so, wir haben es jetzt jedenfalls auf Fließen eingestellt und das war unsere Partikel. Das waren eigentlich schon die Partikeleinstellungen soweit und das macht eigentlich einiges her. Also so ein Kraftpartikelsystem mit dem Kraftfeld sieht normalerweise einfach nur super aus. So, was mich jetzt noch ein bisschen stört, ist, dass die Partikel durch den Turm durchfliegen. Das kann man aber relativ leicht ändern, indem man dem Turm unter Physik eine Kollision zuweist. Das mache ich jetzt auch mal auch mit dem Ding. Na gut, vielleicht verfangen sich da ein paar Dinger drin, aber schauen wir mal. Das da hier besteht jetzt leider aus vielen einzelnen Teilen, den möchte ich nicht allen Kollision zuweisen, zumal die auch relativ hochpoly sind und es würde die Kollisionberechnungen dauern halt immer ein Stück und es würde einfach viel zu lange dauern. Was ich stattdessen mache, ist, ich erstelle ein Proxy-Objekt für die Kollisionen. In dem Fall einfach, jetzt erstmal Cursor to Selected, eine Icosphere. Nicht Icosphere, eine UV-Sphere nehme ich dafür. So, machen wir sie ein bisschen kleiner, dass sie knapp nur ein bisschen größer ist als das Ding da. So, da gebe ich jetzt auch noch eine Collision. Und wenn wir uns das jetzt mal rendern lassen, die Partikel sehen wir noch nicht, aber wir sehen ein Problem mit dieser Kugel, nämlich sie ist natürlich relativ massiv so zu sehen. Das kann man aber ausstellen. Also ich werde jetzt erstmal das Ding als Proxy.sphere. Okay. Man kann nämlich die Sichtbarkeit unter Cycles relativ einfach ausstellen. Ray Visibility Camera heißt einfach, sie ist für die Kamera nicht mehr zu sehen. Dann Shadow bedeutet jetzt, sie wirft auch keine Schatten mehr. Das heißt, das Ding, diese Dings da hier wird jetzt relativ normal beleuchtet. Unsere Gästekabine oder was das sein soll von diesem Fernsehturm. Jedenfalls hier drin sitzen normalerweise kleine Leute und essen was. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr. Und zwar wirft die Licht zurück. Also schalten wir Diffus und Glossy auch noch aus. Und schon haben wir wieder unseren vorherigen Fernsehturm. Ja genau, und wenn wir Transmission auch noch ausstellen, manche von diesen Fenstern hier sind Transmission Material bzw. Glas. Jetzt sollte man sie eigentlich überhaupt nicht mehr sehen. Und später werden wir das Ding nämlich noch brauchen. Also habe ich jetzt nicht hier oben die Renderbarkeit ausgestellt, sondern ich möchte später noch ein bisschen Schabernack betreiben. Deswegen habe ich diese ganzen Sachen hier unten ausgestellt fürs Erste. So, weiter geht's mit dem Partikel selbst, der dann hier rumfliegen soll. So, ich habe die Partikel jetzt mal gebacken, damit wir hier richtig schön durchscrubben können. Und jetzt würde ich sie gerne rendern, also dass sie auch im Viewport zu sehen sind. Das sind sie nämlich momentan noch nicht. Die Default-Partikel, anders als bei Blender Internal, können bei Cycles nicht angezeigt werden, diese sogenannten Halos. Und deswegen benötigen wir jetzt einfach ein Stück, ein Objekt, das wir ganz häufig durch die Partikel duplizieren lassen. Ich gehe jetzt mal auf einen anderen Layer und füge eine Icosphere hinzu. Die schalte ich das Shading auf Smooth und die kann ruhig ordentlich Geometrie haben, denn wenn wir das Ding über Partikel instanzieren, kann Cycles die
Geometrie wirklich ultra gut packen und super komprimiert auf die Grafikkarte schieben und das rechnet dann unten super schnell. Das heißt, da kann Röhr wirklich extrem komplexe Geometrien, ihr könnt zum Beispiel jetzt auch Cézanne nehmen oder sonst was und Cycles würde das einfach überhaupt nicht interessieren bei Partikeln. Was auch echt ziemlich cool ist, es gibt ja dieses Island-Demo, das ihr vielleicht gesehen habt, wo jemand eine ganze Insel voller instanzierter Bäume hat, die sind eben über Partikel instanziert. Jedenfalls, diese Instanzierung funktioniert dadurch, dass wir hier Objekt auswählen und hier unter Dupli Object nehmen wir jetzt mal diesen Partikel, den wir hier definiert haben. Hier können wir die Größe einstellen. Ich mache die jetzt mal deutlich kleiner. Außerdem noch eine Random-Größe. Die macht die Dinger nur noch kleiner, also größer werden können sie durch Random nicht. Und jetzt haben wir da eigentlich schon ganz gute Voraussetzungen, wobei vielleicht Random nur 0,5, damit die ein bisschen gleichmäßiger sind. So, jetzt möchte ich diesen Partikeln gerne noch ein schönes Material geben, weil wenn wir hier auf Render schauen, da sind es einfach nur ja, diffus. Und das ist jetzt noch nicht so interessant. Eine Staubwolke wäre vielleicht auch was, aber ich bin ja eher für was Magisches, also für was, das leuchtet und einfach nur cool aussieht. Also gebe ich diesem Partikel jetzt mal ein Material und als erstes mal kommt dieses Diffus hier weg und ich füge einen Shader im Mischen hinzu. So. Oh, ich habe jetzt leider hier diesen Ball hier ausgewählt, ist auch nicht so schlimm. Ich wähle jetzt trotzdem mal diesen Partikel.icosphere aus. Ich meine, der Ball bekommt auch noch ein Material, dann passt das schon. Jedenfalls Shader Emission. So, jetzt haben wir hier die Partikel und das sieht doch schon mal ziemlich cool aus. Ich gebe denen jetzt mal nochmal eine Farbe, so in die Richtung Türkis. Und ich hätte gerne, dass sie ein bisschen stärker als 1 leuchten, damit wir später im Compositing noch ein paar interessante Effekte hinzufügen können. So, und was jetzt noch ein Problem ist, ist, dass die Dinger sind überall gleich hell und irgendwann mal sind sie tot. Das heißt, wenn wir da eine Animation jetzt ablaufen lassen würden, die würden einfach verschwinden, irgendwann wegploppen. Das sieht nicht gut aus. Ich hätte es gerne so, dass sie, je älter sie sind, desto schwächer leuchten sie. Und dafür gibt es in Cycles jetzt, um diesen Effekt hinzukriegen, die sogenannte Particle Info Node. So, was kann man damit machen? Also ihr seht hier diese grauen Ausgaben hier. Die geben jeweils einen Wert aus. Und den kann man zum Beispiel benutzen, um zwei Shader zusammenzumischen. Mache jetzt hier mal einen Mix-Shader zwischen Emission und Shader. Wo haben wir es denn? Transparent. Transparent. So. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, was diese ganzen Werte, die wir jetzt haben, zu bedeuten haben. Also wir haben hier diesen Fuck-Wert, mit dem wir das, also steht für Factor, mit dem können wir das berechnen. Das Mischen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf 0 stellen, dann heißt das, wir haben jetzt nur noch den oberen Input, also ist es vollkommen auf Emission. Und wenn wir das auf 1 stellen, ist es komplett transparent. Das heißt, dieser Factor möchte einen Wert zwischen 0 und 1. Was hier bei Alter und Lebenszeit aber rauskommt, ist halt das tatsächliche Alter und die tatsächliche Lebenszeit. Bei Lebenszeit würde jetzt zum Beispiel in unserem Fall 200 rauskommen, weil so lange leben die Partikel eben und bei Alter sind halt jeweils die einzelnen Frames auf dem, also die sie gerade alt sind. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegen wir das in den Wert zwischen 0 und 1? Und das ist relativ simpel, indem wir ein bisschen Mathematik benutzen. Und zwar teilen wir das Alter durch die Lebenszeit. So, erstmal gucken wir, ob das funktioniert und wow, es funktioniert tatsächlich. Am Anfang, wenn sie gerade frisch gespawnt sind, sind sie noch super hell und sie werden mit der Zeit immer dunkler nach außen hin. Jetzt ist die große Frage, warum funktioniert das? Nun, das Alter sagt ja einfach nur aus, vor wie vielen Frames sind sie geboren. Wenn jetzt ein Partikel frisch geboren ist, hat er ein Alter von 1. Und nehmen wir mal an, der hat eine Lebenszeit von 100. Dann teilen wir hier diese 1 durch die 100 und wir kriegen den ganz kleinen Wert, 0,01. Wenn wir den jetzt hier in diesen Faktor reinstecken, dann heißt es einfach, dass es ganz stark emittiert und nur ganz schwach transparent ist. Jetzt haben wir den anderen Partikel. Der hat jetzt zum Beispiel schon ein Alter von 99 bei einer Lebenszeit von 100. Das heißt, wir teilen 99 durch 100 und wir kriegen den Wert ganz nahe an 1. Das ist jetzt also der untere. Und sorry, ich habe mich vorhin verplappert. Wenn das Alter 1 ist und die Lebenszeit 100, dann kriegen wir natürlich einen Wert nahe 0. Also Emission. Und wenn das Alter ganz hoch ist, zum Beispiel 99 von 100, dann teilen wir eben die 99 dann durch die 100, da kommt ein Wert nahe 1 raus. Das heißt dann, der Mix-Shader geht ganz stark in die Richtung Transparenz.
Und so haben wir es geschafft, dass wir einen typischen Effekt, den man immer wieder sieht, überall ganz einfach in Cycles hingekriegt haben, nämlich das Ausfaden eines Partikels über seine Lebenszeit. So, was ich jetzt noch gerne hinzufügen würde, wäre für diese Kugel hier vorne, der habe ich ja schon Material gegeben, bei der hätte ich es gerne, dass sie leuchtet, also schalte ich das jetzt einfach mal ein hier bei Emission. Ich mache die Stärke mal auf 50. Okay, und schon leuchtet sie ziemlich stark. Die soll nämlich eben den Turm beleuchten, wenn die Partikel drumherum fliegen, weil die Partikel selbst sind da einfach noch ein bisschen zu schwach. Und jetzt beleuchtet die am Anfang einfach diesen Turm. Den gebe ich einfach eine ähnliche Farbe wie den Partikeln. Muss jetzt nicht unbedingt die gleiche sein. So, und da hätte ich es jetzt aber gerne, dass sie in der Kamera nicht zu sehen ist. Also schalten wir sie doch einfach mal aus für die Kamera. Und alle Partikel sind verschwunden. Das ist jetzt halt so bei dem Partikelsystem von Blender, dass die, wenn der Emitter nicht zu sehen ist, sind auch die Kinspartikel nicht zu sehen. Das ist jetzt halt vielleicht ein bisschen doof, aber wir können uns trotzdem helfen, indem wir hier nicht die Ray Visibility benutzen, sondern mit dem Material arbeiten. Und das wird jetzt auch wieder ein richtig schöner, super Trick, den ihr eigentlich immer wieder benutzen könnt. Ich nehme jetzt mal eine Transparent BSDF und mische die wieder mit dem, was wir eigentlich haben wollen. So. Und diesmal füge ich bei Input Light Path. Wo haben wir es denn hier? Genau. Da können wir nämlich einstellen, was passiert, wenn ein Kamerastrahl drauf trifft. Und wenn ich das jetzt in den Mix Shader stelle, seht ihr, zack, dieser helle Dings am Anfang ist verschwunden. Und wir haben jetzt also wieder unser Originalsystem. Aber das Ding beleuchtet jetzt trotzdem weiterhin den Turm, wie ihr hier seht. Also hier, das ist halt die Beleuchtung, die der Turm abbekommt durch diese Kugel am Anfang. Und man kann die Kugel aber nicht sehen. Und das ist jetzt eigentlich schon mal relativ cool. Und ja, ich glaube, für die meisten dürfte das jetzt eigentlich schon reichen, was hier jetzt in dem Tutorial passiert ist. Was jetzt noch kommt, sind einfach noch ein paar krasse Extra-Effekte, die richtig tief in das Shading von Cycles reingehen und dann noch ein paar richtig coole Extra-Tricks zeigen, um jetzt was wirklich nochmal magischeres, so was Besonderes aus dieser Animation zu erstellen. Und das wird jetzt halt ziemlich hardcore. Also wollen wir doch mal schauen, wie es weitergeht. So, was ich jetzt noch ganz gerne hätte, ist, dass die Partikel, was von dem Licht, das die Kugel da vorne aussendet, abbekommen. Das wird auf jeden Fall noch einen sehr interessanten Effekt ergeben. Und dafür wähle ich jetzt mal den Partikel hier aus. Und wie man das lösen kann, ist ganz einfach, dass man die Emission mit einem anderen Material mischt. Und zwar, dafür dupliziere ich jetzt hier diesen Mix Shader, stelle hier wieder Emission ein, mische die aber mit Shader, wo haben wir es denn? Glossy. Und diesmal möchte ich, dass sie, wenn sie älter wird, Emission bekommt und wenn sie jünger ist, Glossy. Okay. Dafür stecke ich hier bei diesem Mix Shader jetzt eben bei dieser Particle Info Node das noch rein. Ich reduziere jetzt mal noch die Roughness auf 0,075 so in die Richtung. Und jetzt sehen wir hier in der Gegend, der reflektiert eben ein bisschen was. Da haben wir hier diese kleinen Dinger. Das wird später richtig schön funkeln, wenn wir das rendern und noch ein bisschen Compositing drüber haben. Und hier am Anfang, da ist es am Anfang noch sehr hell, weil die halt gleich die volle Ladung abbekommen und die zurückreflektieren, die Partikel. Und das wird nach hinten hin verschwindet das relativ schnell. Also das wird noch einen sehr interessanten Glare-Effekt geben, wenn wir da später noch Compositing draufsetzen. Und dann schauen wir das uns doch mal ein bisschen weiter unten an. Und hier sieht man es dann so richtig schön, wie das Ding jetzt auch sich die Partikel hier gegenseitig beleuchten. Und wir werden hier ein richtig schönes magisches Funkeln hinbekommen. Also das ist schon richtig cool. Ich möchte dann jetzt aber noch ein paar Extras draufhauen. Und zwar würde ich gerne diesen Effekt hier replizieren. Das ist mir mal per Zufall passiert. Da ist eine Blender-Datei kaputt gegangen und alle Partikel hatten sich in der Mitte konzentriert und sind dann nach außen hin zerstäubt. Das war eigentlich ein erstaunlich cooler Effekt.
Und den würde ich jetzt gerne hier in gewisser Weise nachbauen. Aber ich möchte, dass das Licht von diesem Proxy-Mesh ausgeht, dass dann sozusagen dass je näher die Partikel an dem Turm sind, desto mehr stärker sollen sie leuchten, weil sie eben das Licht, das vom Turm ausgesendet wird, zurückstrahlen. Und das wird nochmal einen richtig krassen Effekt geben. Und wir haben ja das Proxy-Objekt schon. Ich schalte jetzt erstmal wieder die Visibility für Glossy wieder ein, weil eben die Partikel jetzt ein bisschen Glossy bekommen haben. Und gebe dem auch mal ein Material, und zwar was wohl im Mischen. Und zwar mit einer ordentlichen Stärke, so 100 soll es schon sein. Und ich lasse die Emission hier ein bisschen stärker ins Bläuliche gehen, dass halt wirklich blaues Licht dann zurückgeworfen wird. So. Und jetzt haben wir hier folgendes Problem, und zwar in der Mitte haut das wirklich ganz massiv drauf. Und um das zu umgehen, können wir mal wieder diesen berühmten Trick mit dem Mix Shader benutzen. Und das Emission-Material mit einem transparenten Material mischen. Das mache ich jetzt einfach mal schnell. So. Und diesmal möchte ich eben sagen, dass es nach innen transparent sein soll und nach außen hin leuchten. Und das geht in Cycles mit der sogenannten Geometry Node. Da. Backphasing ist die Option, die wir haben wollen. Rein damit. Und schon ist das Problem gelöst. Dummerweise ist ja, sehen wir aber noch unten hin, dass es immer noch Licht abstrahlt nach unten hin auf den Turm und nach oben hin, obwohl die nicht glossy sind, sondern diffus. Und das ist halt so eine Sache, wenn man mit Emission-Materialien arbeitet, wenn man sowas nicht haben möchte, sollte man Sample as Lamp ausstellen und schon ist das Problem nicht mehr vorhanden. Und hier, wenn wir hingegen hier weiter unsere Partikel drumherum fliegen haben, die eben ein bisschen Glossy drin haben, dann leuchtet das weiterhin wunderschön. Und wir haben jetzt eine richtig schöne blaue Rückstrahlung durch die Partikel, eben weil die ein klein wenig Glossy sind. So, und jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich bei der Icosphere noch haben möchte. Und zwar möchte ich nicht, dass das Glossy wie der andere Effekt über die gesamte Verteilung reingemischt wird, sondern ich möchte eigentlich, dass die Dinger nur ganz relativ am Anfang glossy sind und später kein Glossy mehr reingemischt wird. Und so wie wir das jetzt momentan haben mit unserer Lebenszeit, wird das ja genauso reingehen. Also funktioniert das mit der Mischung hier exakt genauso wie da drüben. Das heißt, der Glossy wird über die gesamte Lebenszeit weniger. Und ja, ich hätte es aber zum Beispiel gerne so, dass es nur über die Hälfte der Lebenszeit weniger wird, dass der Rest der Zeit dann die reines Emission-Material sind. Wie kriege ich das jetzt hin? Nun, das Ding ist mal wieder relativ simpel, indem wir einfach nochmal dividieren. So. Jetzt haben wir hier Divide 0.5 und ihr habt sie unten hoffentlich schon gesehen. Der Glossy-Bereich hat sich jetzt deutlich reduziert. Ich nehme jetzt mal 0.75, damit sie noch ein bisschen länger diesen Glossy-Anteil haben. Und wie hat das jetzt funktioniert? Nun, wir wissen ja noch, dass hier oben ein Wert zwischen 0 und 1 rauskommt. Und wenn hier zum Beispiel oben der Wert 0,75 rauskommt, also die Partikel haben 75% ihrer Lebenszeit hinter sich, angenommen, wir teilen das jetzt durch die 0,75. 0,75 geteilt durch 0,75 ist 1. Das heißt, beim Mixshader sind wir wieder komplett bei der Emission. Das heißt, wir haben dann 100% Emission und das mischen wir dann hier wieder mit transparent, dass es zu 75% transparent wird. Damit könnt ihr das also nochmal selektiv steuern, eure Lebenszeit. Also wenn ihr sagt, dass zum Beispiel nach der Hälfte soll der Effekt vorbei sein, dann teilt ihr das dann einfach durch 0,5. Nochmal, also mit einer zweiten Divide Node. Und wie schon gesagt, ich nehme jetzt hier 0,75. Und das ist, wie schon gesagt, eine wunderbare Möglichkeit, dass ihr das jetzt wirklich auch in Prozenten angeben kann. Also wirklich sagen kann, 75% der Lebenszeit soll der Glossy-Effekt reingemischt werden, sich währenddessen natürlich auch reduzieren und danach soll das vorbei sein. Und ganz wichtig, schaltet hier noch die Option Clamp an. Denn angenommen, wir haben zum Beispiel einen Partikel, der hat schon 90% seiner Lebenszeit verbraucht. Hier kommt also ein Wert von 0,9 raus. Wir teilen das durch 0,75 und dann hätten wir den Wert über 1.
Und da wird der Mix-Shader dann ein bisschen komisch, wenn er solche zu großen Werte bekommt. Deswegen schaltet hier noch Clamp ein. Das clampt dann euer, wie schon gesagt, das clampt eure Werte dann zwischen 0 und 1. So, damit haben wir diese Effekte eigentlich alle durchgenommen. Jetzt geht's ans Compositing. So, bevor wir jetzt ans Compositing gehen, würde ich gerne noch einen Sternenhimmel hinzufügen. Dafür mache ich den Emitter hier mal aus und das mache ich jetzt hier in Cycles relativ einfach. Früher konntest du einfach sagen Stars, aber das gibt es jetzt nicht mehr. Aber wir wissen uns ja zum Glück zu helfen. Ich füge einfach einen Cube hinzu, stelle ihn einfach knapp hinter das Dings da hier und schieb ihn auf den fünften Layer, damit er ganz bestimmt nicht auf dem gleichen Layer ist wie unser Kraftfeld. Dann gehe ich jetzt mal in die 0 und G-Set, schieb das Ding ein bisschen höher und skaliere das breiter, so auf jeden Fall breiter als das Ding hier ist. Und dann sehen wir schon, wir können das jetzt auch in Z-Richtung ein bisschen kleiner skalieren, wieder ein bisschen hochgehen damit. Und das Ding fülle ich jetzt einfach mal mit Partikeln. So. Dann nehme ich einfach mal erstmal den Default-Wert und die sollen am ersten und letzten Frame, also im ersten Frame sollen sie erscheinen und da sollen sie dann auch so bleiben. So stelle ich mal die Lebenszeit auf 300, damit sie während der gesamten Animation da sind. Wichtig noch, ich schalte die Gravitation aus und bei Velocity Emitter Geometry schalte ich auch aus, damit sie sich eben überhaupt nicht bewegen. Das ist sehr wichtig. Und ja, vom Cache her passt das schon von vornherein. Ich bleibe mal, geht's am besten mal aufs erste Frame, eben da, wo die Partikel entstehen. Und was mir jetzt noch wichtig ist, dass sie nicht eben auf den Flächen von dem Cube erscheinen, sondern im Volumen. Jetzt sollten sie eigentlich zufällig im Volumen erscheinen. Genau. Und jetzt überlegen wir mal uns nochmal, ob das nicht vielleicht ein bisschen viele Sterne sind und was wäre denn vielleicht ein besserer Wert? Ja, machen wir das erstmal runter auf 500. Gut, und wir können die Zufälligkeit jetzt jeweils ändern. Mit Seed haben wir jeweils eine andere Verteilung, wie uns die Sterne eben gefallen. So, nehmen wir noch mal das hier. Und die müssen jetzt natürlich auch irgendwie gerendert werden. Und da stelle ich jetzt mal auf dem Layer hier, wo die ganzen Partikel sind, jetzt noch einen zweiten Partikel auf. Add Mesh UV-Sphere, Shading Smooth. Ach, nehmen wir eine Icosphere. Add Mesh Icosphere, wobei das eigentlich völlig egal ist. Smooth. Und die nenne ich jetzt mal Particle.star für den Stern. Und damit ihr auch noch weißt, dass es eben eine Icosphere ist. Und diesen Cube, den ich da eben hinzugefügt habe, den benenne ich am besten um in Starfield. Genau, das Ganze mache ich jetzt auch noch mit dem Partikelsystem. Starfield. Genau. Und beim Rendern, für die Rendereinstellungen, das kriegt natürlich wieder ein Objekt. Unter p wie Particle.star. Genau, und jetzt ist halt noch die Frage, wie groß machen wir das? Ja, gucken wir halt einfach mal. Auf jeden Fall noch den Random-Wert ganz hochstellen. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, wie das gerendert so aussieht. Ui, da müssen wir jetzt natürlich den Emitter ausstellen. Und ganz klar, diese ganzen Sterne. Die brauchen jetzt noch ein kleines Material. Wo haben wir es denn? Particle.star.icosphere, dem gebe ich jetzt einfach mal eins. Diffuse, Emission, das stelle ich mal auf pures Weiß, weil die halt wirklich weiß sind. Und dann gehen wir mal zurück zu den Partikeleinstellungen für unser Starfield. Genau, hier. Und das Ganze mache ich jetzt noch ein bisschen kleiner. So. 0.01, 0.08. So. Das dürfte jetzt eigentlich klein genug sein für ein Starfield.
Und dann mache ich jetzt hier diese ganzen Layer wieder an. Ich bin jetzt gerade auf Frame 1. So. Na, ach genau, haha, ich habe ja die Icosphere ausgeschaltet in der Mitte hier. Na? Och nö, ich muss doch tatsächlich neu backen. Oder sollten eigentlich 300 Frames auf der Disk sein? Ich gehe mal in den Solid View. Oh, sieht aus, als würden die da durchgehen, aber das sollte eigentlich jetzt nichts ausmachen. Also, war wohl einfach nur ein kleiner Fehler. Jedenfalls jetzt haben wir hier unser Sternenfeld, das bleibt schön an dem Ort, wo es ist. Und was ich jetzt halt gerne noch schauen möchte, ist, wie sieht es ganz am Ende aus? Also wirklich ganz am Ende der Animation. Fliegen da vielleicht ein paar von diesen Kugeln hier ein bisschen zu nahe an unser Feld heran? Und ja, also hier sehen wir halt jetzt diese großen Blobs. Das finde ich reichlich unschön. Und da ändere ich jetzt noch ein kleines bisschen mit der Kamera, indem ich ein ganz, ganz leichtes bisschen Schärfentiefe gebe. Ich setze den Fokus jetzt einfach mal auf unsere Mitte von dem Turm. Das war ja diese Proxy-Sphäre. Und dann gebe ich dem auch nur ganz, ganz leichte Schärfentiefe. Also da sind nur ganz, ganz wenig von dem Ding, es soll unscharf sein. Sodass die Partikel, die nur ganz dicht an der Kamera sind, dass nur gerade mal die hier ein bisschen geblurrt werden, aber mehr nicht. Es geht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ja, soweit. Wichtig wäre halt auch vor allem, dass hinten die Sterne nicht geblurrt werden, sondern nur die Teile hier vorne. So, und das habe ich jetzt auch soweit. Und jetzt kann richtig das Compositing beginnen. Dafür allerdings muss ich erst noch unsere Szene mal kurz rendern. Und da suche ich mir jetzt mal ein gutes Frame für raus. Und zwar ein gutes Frame fürs Compositing ist jetzt an der Stelle, an der man den Schweif hier oben links sieht, wie er so langsam verschwindet und wenn die Kugel auch relativ nah an dem Turm ist und wenn möglichst viele Partikel sich rund um den Turm bewegen. Und das haben wir doch definitiv hier. Und hier im Hintergrund sieht man auch ein bisschen, wie die Partikel sich verteilen am Ende durch unsere geniale Node. Also man kann es hier am Anfang auch ein bisschen erkennen. Vielleicht ist das hier ein besseres Frame. Ja, also hier sieht man richtig schön diese kleinen, feinen organischen Strukturen, die entstehen. Hier vorne sieht man jetzt auf jeden Fall, wie hier dadurch, dass wir am Anfang eben so ein Glossy-Material nehmen und nicht nur ermischen, dass da halt auch eine Art volumetrischer Effekt entsteht. Und fürs Compositing nehme ich jetzt Frame 130, render den und dann machen wir uns ans Compositing. Eine Kleinigkeit noch, bevor wir uns ans Compositing machen. Die Sterne hätte ich gerne auf einem eigenen Render-Layer. Und unser Sternenfeld ist momentan auf dem fünften Layer. Und ich kann jetzt einfach Folgendes machen. Ich stelle hier einen zweiten Render-Layer ein. Und zwar den hier für die Stars. Und sage, dass dieser Layer nur die Sterne rendern soll. Und dieser Render-Layer soll alles rendern bis auf die Sterne. So. Und jetzt gibt es hier auch eine richtig schöne neue Eigenschaft in Blender 2.64. Ihr könnt jetzt die Anzahl an Samples pro Layer einstellen. Und ich sage jetzt mal, dass die Sterne einfach nur mit 20 Samples gerendert werden sollen. Und kein Environment, also kein Himmel für die Sterne. Und der andere Render-Layer hier, auf der die ganzen großen Sachen sind, der soll gefälligst alle vier, also alles, was sonst da ist, rendern. Und der bei Samples 0 bedeutet, wenn ich das auf 0 stelle, bedeutet das, dass er so viele Samples hat wie der richtige Renderer. Also habe ich hier dann jetzt diese 200 und dann rendere ich jetzt doch mal. Und wir sehen uns gleich beim Compositing.
Alle guten Dinge sind drei. Endlich sind wir da, wo wir hin wollten die ganze Zeit, nämlich im Compositor. Ich habe hier links unten Render Result beim Viewer eingestellt, das heißt, man sieht, was im Composite Node ist, und hier rechts den Viewer Node, wo ich ein bisschen reingezoomt habe, damit man eben Details erkennt im Viewer, und hier oben nochmal das gesamte Bild. Also das im Backdrop, die Viewer Node eben, aber ein bisschen kleiner und im Gesamtbild. So, ich habe hier diesen ersten Render Layer, der ist eben der Default Render Layer, und dann werde ich jetzt nochmal bei Input einen anderen Render Layer hinzufügen. Da sind die Sterne drin. Schauen wir doch mal. Ja, das sind die Sterne. Okay. Und das Erste, was ich machen möchte, ist, ich hätte gerne im Hintergrund einen Sternhimmel mit einem leichten Gradienten, der unten ein bisschen heller ist, so ein bisschen bläulich und nach oben hin dunkler, also schwärzer wird. Also ein richtiger Nachthimmel. Und das möchte ich mit einem neuen Feature von Blender 2.64 erstellen, der sogenannten Ellipse Mask. Schauen wir uns erstmal an, was die Ellipse Mask so macht. Also Matte Ellipse Mask. Wo ist sie denn? Hier unten ist sie entstanden. Komm nochmal wieder rein und ein bisschen größer. Ja, und hier, wir sehen jetzt hier in der Mitte so ein Viereck. Wenn wir hier jetzt die Breite erhöhen, zum Beispiel sagen wir mal auf 1, dann seht ihr, das wird breiter und es hat offensichtlich genau die Breite der Ränder, also des Renders. Die Höhe passt offensichtlich nicht in dieses Schema. Mit V kann ich das hier kleiner machen. Das seht ihr mal, das ist diese Maske ist immer quadratisch per Default, wenn du beides auf 1 stellst. Und sehen können wir da leider noch nicht viel. Also wenn wir die jetzt in den Viewer Node stecken, sehen wir gar nichts. Das liegt daran, dass diese Maske eben ein Vektor ist. Und jetzt ist die gute Frage, wie kann man da was erkennen? Nun, ganz einfach, indem man es mit etwas anderem kombiniert. Ich werde jetzt erstmal eine Blur-Node reinstecken, aber noch nichts machen. Wir sehen immer noch nichts. Und jetzt füge ich noch eine Alpha-Over-Node hinzu und verbinde das damit, diese Maske mit diesem Render-Layer hier für die Sterne. So, und jetzt sollten wir endlich was sehen. Jetzt hat nämlich der Renderer sozusagen rückwärts diese Alpha-Over-Node genommen, um jetzt endlich zu berechnen, was mit dieser Maske wirklich los ist. Jetzt geht das rückwärts in den Blur-Node rein und jetzt können wir hier endlich auch ein bisschen blurren. Ich stelle das jetzt mal auf Fast Gaussian und auf Relativ, damit wir später zum Beispiel auch in Full-HD rendern können. Und ja, ich werde es jetzt einfach mal ziemlich stark blurren. Und hier lang auch. Sage ich jetzt zum Beispiel mal Y Richtung 70%. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen, die Maske ist ein bisschen picky. Also wir haben es da vorhin gesehen, da war eben so ein Viereck, also da muss man immer ein bisschen aufpassen bei dieser Sorte von Maske. Und jetzt werde ich sie in Y-Richtung mal ein bisschen nach oben schieben. Und in der Höhe, ja, das passt schon, ich werde sie jetzt noch ein bisschen breiter machen, damit wir eben eine Art richtigen Gradienten haben, der hier eigentlich hauptsächlich von hier unten nach oben geht, aber nach hier in der Mitte rein auch noch ein bisschen extra Farbe hat. Also das hier passt schon soweit. Die Höhe mit 1 ist, denke ich, auch in Ordnung. Ich würde sie jetzt vielleicht nur Y-Richtung noch ein bisschen weiter hochschieben, dass es unten richtig dunkel ist. Ja, das ungefähr dürfte passen. Und jetzt sehen wir hier unten auch schon die Sterne. Aber es ist natürlich ganz klar, dass das jetzt nicht das ist, was wir eigentlich haben wollen. Wir wollen eigentlich, dass hier unten eine Farbe ist, zum Beispiel so ein sehr dunkles Blau, und hier oben soll schwarz sein. Und das kriegen wir relativ einfach hin mit einer sogenannten Color Ramp. Was die macht, ist, die nimmt Graustufen und ändert sie zu Farben. Jetzt können wir hier unten, da zum Beispiel, wo jetzt schwarz ist, zum Beispiel sagen, ugh. Hier unten, wo jetzt schwarz ist, können wir hier reinklicken und sagen, wir möchten statt diesem Schwarz ein sehr dunkles Blau. Nehmen wir das jetzt mal hier doch mal, ein sehr dunkles Blau. Und da oben, wo es jetzt weiß ist, da wollen wir auch ein Blau haben, aber das soll noch viel dunkler sein. Also so ein Sternhimmel ist meistens ganz leicht blau, aber man kann es eigentlich kaum sehen. Und ja, hier schon haben wir unseren Nachthimmel. Unten ist ein leichtes Blau und es wird nach oben hin immer dunkler. War doch gar nicht mal so schwer. So, was ich jetzt aber noch gerne hätte, was man bei dem Nachthimmel normalerweise hat, ist, dass die Sterne nach unten hin schwächer werden. Also man sieht die Sterne eigentlich nur oben in dem dunklen Bereich und da unten, wo es noch ein bisschen heller ist, da verschwinden die so langsam.
Und das kriegen wir relativ einfach hin, indem wir dann nochmal diese Maske benutzen, aber diesmal ohne die Color Ramp, und die auf die Sterne drauf multiplizieren. Und das geht hier mit dieser Mix Node. Wir gehen jetzt hier auf Multiply und stecken unten die Sterne rein. So, und ihr seht schon, sie sehen jetzt nach unten hin, werden sie schwächer. Das funktioniert eben dadurch, dass Multiply bedeutet, dass die dunklen Bereiche dunkeln ab und die hellen Bereiche lassen das Bild einfach so, wie es ist. Und so haben wir es relativ einfach geschafft, dass die Sterne nach unten hin abdunkeln und nach oben hell bleiben. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich werde das hier vielleicht mal noch ein bisschen reduzieren. Und jetzt kümmern wir uns doch mal um den ganzen Rest. Und zwar werde ich jetzt mal noch eine zweite Alpha Overnode benutzen und den oberen Teil draufsetzen. Moment, Switch. Und wir sehen schon hier, wenn wir das jetzt an den Viewer Node ranstecken, jetzt liegen unsere Partikel über dem Hintergrund. Wunderbar. Und jetzt können wir da eben verschiedene Post-Processing-Effekte hinzufügen. Was ich als allererstes machen möchte, ich hätte es gerne, dass um die Partikel rum so ein Glühen ist in den hellen Bereichen. Und das funktioniert relativ simpel mit unter Filter Blur, indem wir das einfach alles unscharf machen. Da nehme ich jetzt wieder erstmal Fast Gaussian, verbinde das hier mit der Alpha Node. Man kann zwei Nodes nehmen, mit Shift kann man zwei Nodes auswählen, dann drückt man F und schon sind sie verbunden. Und das setze ich wieder auf Relativ und gebe Blur das zu 1% in beide Richtungen. Wenn ich das jetzt mit Color Mix aufaddiere, auf das Original, also nicht auf Mix stelle, sondern Add, und dann drauf addiere, dann haben wir da jetzt einen richtig schönen Blur. Also links ist das ohne Blur, rechts ist es mit Blur. Und jetzt glühen die eben alle diese, also alles, was hier hell ist, glüht, aber es glüht auch sozusagen der Turm hier, und der ist ja gar nicht so hell. Und das möchte ich natürlich nicht. Und verhindern kann ich das, indem ich jetzt mit RGB Curves hier das Bild selektiv dunkler mache. Also schauen wir mal, was hier bei RGB Curves passiert. Das Bild wird dunkler, deutlich dunkler, wie ihr seht. So, man muss ja bei dem Blur nur ein bisschen leider aufpassen. Dann lasse ich das hier jetzt eben blurren, sprich, ich mache das unscharf. Und wenn das dann per Mix zusammenkommt, dann haben wir hier einen richtig schönen Blur-Effekt. Also es glüht ein bisschen, die Ball hier glüht und auch die ganzen hellen Bereiche hier glühen. Aber was nicht, zum Beispiel nicht glüht, ist hier im Hintergrund der Stamm von dem Turm. Oder die Sterne glühen jetzt auch ein bisschen, und das ist durchaus realistisch, wenn man zum Beispiel das durch ein Kameraobjektiv anschaut. So, das war der erste Streich. Und was ich jetzt noch gerne hätte, wäre, dass es außerdem dass hier noch ein sternähnlicher Effekt rund um den ganz hellen Ball hier entsteht und vielleicht auch in den Bereichen hier. Und das mache ich mit einer sogenannten Glare Node. Die füge ich jetzt auch mal hinzu. Also ich schiebe das hier alles nach oben, dass es ein bisschen aufgeräumter ist. Und füge eine Glare Node hinzu, auch unter Filter. Na, ist mal wieder ziemlich weit unten entstanden. Und die verbinde ich jetzt hier auch mit dem Original, also mit dem Original, das drüber lag. Und es ist schon per Default auf Streaks eingestellt. Wenn du Mix auf 1 setzt, siehst du eben nur, was hier bei diesen Streaks entstanden ist. Den kann man jetzt zum Beispiel 6 Strahlen geben, dass 6 Strahlen wie ein Hexagon in alle Richtungen ausgehen. Das ist jetzt schon mal richtig cool. Ich mische das jetzt mal drauf. Auf das hier oben, wieder mit Add. Die beiden Dinge aufeinander. Und jetzt sieht das natürlich inzwischen so aus. Das finde ich ist vielleicht noch ein bisschen krass. Ich stelle mal die Qualität auf niedrig ein und den Fade reduziere ich ein bisschen, dass das hier ein bisschen kürzer wird. Wobei bei der Qualität, was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass hier dieser Treppchen-Effekt ist. So, schaue ich doch mal, wie es auf High aussieht. Bei hoher Qualität. Und wenn ich jetzt das Fade reduziere, dann sollte hier jetzt eben trotzdem ein richtig schöner Glare-Effekt entstehen. So. Und der Treppchen-Effekt, wenn man das jetzt auf die richtige Größe einstellen, genau,
Er ist verschwunden. Und jetzt haben wir eben auch noch diese Sterne, die hier durchschießen. Und früher war das auf einer hohen Qualität, hat immer ewig gebraucht, aber mit diesem neuen ultraschnellen Compositor ist es absolut kein Problem mehr. Was ich jetzt noch, bevor das Ding fertig ist, noch gerne hinzufügen möchte, ist eine Note, die nennt sich Lens Distortion. Die wird das Ganze jetzt noch ein bisschen weicher machen. Also wo haben wir es hier? Filter, Distort, Lens Distortion. Und dabei hier unter Dispersion würde ich gerne diesen Effekt hier haben, dass es die Bereiche nach außen sich aufteilen in ihr RGB-Spektrum und dadurch ein bisschen verzerrt werden, aber bei weitem nicht so stark. Und wenn wir das jetzt ein bisschen schwächer machen, dann haben wir jetzt hier nach außen hin nur noch eine ganz, ganz leichte Verzerrung und das macht letzten Endes vor allem unser Bild ein bisschen weicher und es ist immer besonders gut bei Cycles. Sieht man vielleicht auch ein bisschen hier unten, weil dadurch das Grain des Bicycles entsteht, also diese ganzen einzelnen Punkte, dass sie dadurch ein bisschen weicher werden. Also ich drücke hier jetzt mal M, dann verschwindet das. Und jetzt seht ihr hier, ist relativ körnig, ist alles relativ hart. Wenn ich jetzt wieder M drücke und die Lens Distortion wird jetzt berechnet, dann ist es alles ein bisschen weicher geworden. So. Und jetzt ist damit unser Effekt fertig und wenn wir das hier rendern, haben wir einen richtig geilen Geist des Fernsehens, der eben um diesen Fernsehturm herumschwirrt und dann in die Kamera fliegt. So, das war's dann soweit und mal wieder danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch ein bisschen eingeführt in sämtliche neuen Effekte, die es in Cycles inzwischen gibt. Und ich möchte euch jetzt noch ein kleines Extra am Ende zeigen. Und zwar folgendes. Ich schalte jetzt mal wieder in den 3D-View und hier mal wieder in Rendered. Und Moment, das hatte ich gerade hier auf Pause. Das ist jetzt ein richtig netter kleiner Bonus, wie ihr den Effekt nochmal wirklich komplett anders aussehen lassen könnt. So. Und zwar nehme ich jetzt mal in der Mitte die Proxy-Sphere. Schau hier jetzt mal in das Material und jetzt haben wir hier die Emission Node. Damit können wir jetzt was ganz Interessantes machen. Und zwar gibt es jetzt eine neue Node unter in Cycles unter Color Light Fall Off. Die bestimmt, wie das Licht schwächer wird, das ausgesendet wird. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel bei der Emission in der Strength reinstellen und das jetzt hier auf quadratisch lassen, dann haben wir den Effekt wie vorher. Was passiert jetzt aber, wenn wir stattdessen linear nehmen? Okay, man sieht es hier leider noch nicht so stark, weil ich den Effekt dummerweise nicht so stark, weil die Glossy-Teile leider eben nach ungefähr 75% der Zeit verschwinden. Jedenfalls, was ihr bei Linear jetzt seht, ist, dass die Punkte hier sind heller geworden. Hier. Und bei Konstant ist es nochmal krasser. Und wenn ihr auf Constant geht, dann werden die alle Dinger, die jetzt ihr Licht emittieren von dieser Glossy-Bereich, die jetzt jetzt alle diese Glossy-Nodes, die das Licht reflektieren von dieser Spiegelung, haben das jetzt gleich stark. Und dadurch bekommen wir jetzt ein ziemlich krasses Glitzern in eurem Effekt. Man kann es zum Beispiel auch bei dem Emitter hier einstellen. Ich füge jetzt auch mal unter Color eben Light Falloff ein. Stelle ich jetzt mal ein. Und da gehe ich jetzt zum Beispiel mal mit Linear hier rein. Und dann schauen wir mal kurz, was passiert, wenn hier das hier eingestellt ist. Und wir haben jetzt nochmal mehr Glitzern bei diesen Nodes, wenn ihr das jetzt rendert. Und zum Beispiel diesen Glare-Effekt noch drauf hat, wird es halt ein richtig starkes Glitzern sein, so wie bei Feuerwerk gibt es manchmal dieses Glitzern, das runterfällt und so weiter. Das ist also wirklich sehr interessant. Und was ihr hier jetzt auch noch einstellen könnt, ist dieses Smoothing. Das ist ein Effekt, den seht ihr dann hier rund um die Kugel. Oh. Ich gehe jetzt mal hier an die Kugel ran. So. Und dieses Moving soll jetzt bewirken, dass
Partikel, die näher dran sind, nicht mehr so stark davon beeinflusst werden. Also, Computing Distribution, das dauert jetzt, seht ihr, hier unten, die werden jetzt nicht mehr so stark beeinflusst davon. Die glitzern jetzt noch von den Reflexionen von der Kugel, die wir da in der Mitte gemacht haben, aber jetzt nicht mehr eben so stark von dem hier. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal die Emission auf Rot stellen, dann sollte ja eigentlich kaum noch was zu sehen sein, während wenn wir das Moving ausstellen, sollten sie jetzt alle sehr, sehr stark beleuchtet werden. Also ihr seht es ja jetzt hier momentan, wo, genau, und jetzt werden sie wieder richtig stark beleuchtet. Und brauchbar ist es zum Beispiel, wenn ihr eine Lichtquelle in der Nähe von, zum Beispiel in Form von einer Lampe habt und die Lampe ist ganz dicht an der Wand und ihr würdet dann ganz starkes Licht auf die Wand schmeißen, das dann wieder rumreflektiert wird und ganz viele Fireflies entstehen lässt in eurer Szene. Und wenn ihr dann eben dieses Moving einstellt, ist das Licht an der Lampe, der Lampe an der Wand eben nicht mehr so stark. Also wenn dann etwas ganz nahe an eure Mesh ist, ist das Licht dort nicht mehr so stark. Und was halt natürlich noch ganz normal ist, ist, was ihr machen solltet, ist normalerweise quadratisch. Beim Light Falloff ist der ist eine normale Funktion von Licht, also Licht, das weiter weg ist, ist dann einfach nicht mehr so stark, je weiter das weg ist. Und wenn ihr das, wie schon gesagt, auf linear stellt, dann wird das linear schwächer. Das heißt aber auch, dass ihr, wenn es dann reflektiert wird, entsteht mehr Licht, als es natürlich eigentlich sein sollte. Und dadurch entstehen eben diese krassen Effekte. Also probiert mal rum mit dieser Light Falloff Node. Ich baue jetzt hier dieses Ding mal wieder zurück und spielt mal rum mit dieser Light Falloff Node. Die ist wirklich sehr interessant, um ziemlich krasse Glitzereffekte zu erzeugen oder eben völlig unnatürliches Licht. So, das war's jetzt aber wirklich. Es gibt jetzt keine weiteren Extras und jetzt viel Spaß mit Blender und ich hoffe natürlich, dass ihr in diesem Tutorial einiges gelernt habt. Und was mich natürlich sehr freuen würde, wäre, wenn ihr ein paar Kommentare auf Blender-Diplom abgeben könntet oder eben zum Beispiel auch bei YouTube, was euch an dem Tutorial gefallen hat, was hat euch nicht gefallen, was kann ich besser machen, denn ich kann nur dann bessere Tutorials erstellen, wenn ihr mir sagt, was ich eben besser machen kann oder was ihr euch wünschen würdet, dass eben anders gemacht werden würde. So, auf jeden Fall viel Spaß mit Blender.